So, jetzt können wir sogar weitergehen. Aber... aber die Frage ist, ob wir das tun. Natürlich tun wir es. Wir haben noch eine Leinwand. Hey, du, hey. Thanks again for that painting. Ah, das ist damn fish aren't biting today. Biting. Ah. Das hab ich schon. Gut sagt. Boah, hier ist es ja viel schöner als auf der anderen Seite. Oh, da oben hat man sicher eine coole Aussicht. Okay, das ist halt richtig, richtig geil. Das ist halt richtig cool. Ziehen wir ein, ja. So, ein Wegweiser durch East Shades Botanic. Ah, die pflücken wir ja immer. Crassula natantis, gemeinhin als Blütenbeutel bezeichnet, ist der Lyndro-Region von East Shade einheimisch. Ah ja. Die Blüte des Blütenbeutels sind komplett geschlossen und gefüllt mit einer Mischung aus Luft, zähflüssigen Harz und Samen. Ausgewachsene Blüten fallen zu Boden und brechen auf, damit werden die Samen verteilt. Nach korrekter Verarbeitung kann das Harz der Blütenbeuteltee als Blütenbeuteltee konsumiert werden. Die Haut der Blüten verhärtet sich nach dem Ernten, wodurch sie sich hervorragend als Schwimmkörper verwenden lässt. Können wir dann Kerzen in den Schwimmkörper in die Blüten tun und dann aufs Meer raus oder aufs Wasser raus und dann so ein kitschiges, schönes Bild mal. Das wäre mal cool. Hallo! Onurus Haus. Okay, also hier will ich wirklich wohnen. Wie geil ist das denn? Oh, voll die schöne Zeichnung. Okay, wie cool ist das Haus denn? Sarah, bau mir so eins sofort. Ich gebe dir 1000 Euro. Take my money. Wie schön ist das denn? Schau mal, da ist Erde. Und da auch. Und da ist ein Stein. Und, und da ist Wasser. Da ist wirklich Wasser. Und da oben ist der Himmel. Und, und da ist halt die Erde. Aber das macht nichts. Ja, naja. Oh, hello there. Find the plants underfoot. What can I do for you? Was treibst du so in East Shade? I spend a lot of time studying and documenting new plant life. Just yesterday, I believe I discovered a new sort of lily pad. Oh. Sehr schön. Bis bald. Nee. Was weißt du über Lindo? We've got great plant diversity and I can always get imported teas from the storehouse. We've also got more wild bloom sacks than anywhere else. Verlassene Natur. I like to go walking over there. It's nice to take in the sea air from time to time. Tour malen und ihn verkaufen. Believe it or not, I've never been. I'm not sure Bojan would care much for the bustle. Statt mal an ihn verkaufen. Ich bin so. As far as I know, he left Lindau a long time ago and never returned. Unfortunately, he and I did not get along terribly well. Oh. Aber er ist wieder da. It was destroyed such a long time ago. I was only a child. So I barely remember what it looked like. Schade. Bis dann. Mind the plants underfoot. Da sind Steine, mein Gut. So.
Sollen wir kurz zurückgehen und den Turm malen? Und dann können wir den vielleicht verkaufen. Bestimmt können wir das verkaufen. Aber ich mal das von dem Hügel da. Ich glaube, das ist eine bessere Perspektive, wie es im Fachjargon heißt. Und vorhin habe ich gesagt, ein Künstler lässt sich nicht aufhalten von so blöden Steinen. Komm ich da nicht hoch? Man kommt doch da hoch, auch mit so einer fetten Staffelei. Verdammt, ich komme da nicht hoch. Ich kann so nicht spielen. Ich komme da nicht hoch. Kann man sich durchglitschen? Nee. Oh Mann. Vielleicht kommt man irgendwo doch hoch. Ah, hier sieht's doch. Vielleicht da? Da ist ein Haus. Aber dazu dann später. Verdammt. Ich will da hoch. Hey, das ist voll gemeint. Das ist wie so eine Mauer drumherum. Ich will doch nur den Turm malen von da hinten. Oh. Aber ich glaube, da kommt man nicht hin. Blup. Da war ein Pilz. Unter Schwarzdistel. Gut, werde ich mir merken. Nein. Oh, voll süß. Hallo. I saw some birds flying around a few nights ago. They were so graceful. I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. What a fun way to talk. Ooh. Da kommt einfach so ein Stranger in dein Haus und du redest über Vögel. Okay, naja. Fancy, fancy city folk. But they do buy my pots. Bye now. Hey, ich räume hier mal die Kisten auf. Die brauchst du ja nicht mehr. Das war gerade komisch. So. Oh, schön. Das sind die antiken Strommasten. Sehr viel schöner als die heute. Aber die waren so aufgebaut, dass sie nur... Lässt einfach die Tür stehen, ja. Oh, ich kann da hoch. Wow. Okay. Staffelei. Ja, doch. Das sieht doch schön aus. Blup, blup. Ich habe 3, aber ich habe... Warte. Nee, ich habe nur noch einen. Nee, 2 steht da. Okay. Ja, machen wir doch so ein Panorama draus. Warte. Ja. Sehr schön. Gut. Flupp, wie ich rausgesprungen bin. Wie ein Regenbogen. Hast du. Da unten ist ein Dock. Also kein Arzt, sondern ein Dock.
Entschuldigung, der war echt schön. Hallo. Oh, ich bin extra von da oben runtergekommen, um mit dir zu quatschen. Und du redest nicht mit mir? Okay, gut. Ich verstehe. Muss ja auch. Wow. Okay. Wow. Das ist, würde ich sagen, der Baum von der Mama. Also, das klingt komisch, aber... ich glaube, das war gerade die verbotene Distel, oder? Alter, übertreib halt nicht. Okay, wie krass ist der Baum denn? Schattenspender. Warte. Wie man halt dann die ganze Zeit so mega weit weggeht, damit man halt irgendwas so einen Blick hat dann. So, dann würde ich mal sagen, malen. Andenken der Mutter. Du hast eins von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre ihr Andenken im Gemäldemenü. Okay. Das wird jetzt verhökert. Ich meine, nein. Ein Pilz. Oh. Oh. Wasserfuchsbau. Oh, da sind Wasserfüchse. Köder festmachen. Die mögen Eier. Aber wieso sollte ich dann einen Köder hinmachen? Kann ich einen Wasserfuchs besitzen? Oder ist das, was ich da machen würde, dann böse? Ich kann ein... Was? Also ich... Okay, ich kann ein Wasserfuchs haben. Wo sind Eier? Alles andere ist jetzt scheiße. Wasserfuchs? Wasserfuchs? Was macht... Das ist der Baum. Gut. Oh, vielleicht bekomme ich von der... Oh, du bist so gemein. Okay, kann ich nicht. Gut. Dann vergiss das Ei. Ich habe auch noch gar kein Ei gesehen. Vielleicht, ich wollte gerade sagen... Vielleicht bekommt man ein Ei, wenn man die Quest macht von der Frau, wo wir gerade rein... Ja. Gut. Was ist das denn für ein Baum? Okay, jetzt müssen wir... Ach, meinst du die... Warte, wo bin ich jetzt lang? Ich muss wieder zurück, ne? Da waren ja Leute drauf, ne? Auf dem Weg. Als ich das Bild gemacht habe. Warte, nee. Oh Mann, ich bin auf der anderen Seite, ne? Juch. Oder? Da vorne, ja, genau. Juch.
Du bist schon längst an einer anderen Welt. Ja, okay. Egal. Was macht der denn da? Warum? I'm pretty busy if you couldn't tell. Got all these trails to maintain, tourists to wrangle, animals to nurture, plants to relocate. I'll be lucky if I ever get to take another break in my whole life. Das machst du super. klingt nach harter Arbeit. Yeah, it is. At least someone understands what goes into making a national park. I'm just really stressed today. Oh, and I've also got to go rescue a stupid water fox, as if I didn't already have enough work to do. Ah. Hast du schon mal dran gedacht, etwas anderes zu machen? Nee, was für ein... Was ist they're ein aquatic rodents, essentially. Like to live in watery caves. People think they're adorable, but in my opinion, they're just wretched. Hey. My responsibility here is maintaining the trails. That's why I was hired. These water foxes are a huge thorn in my paw, and they distract me from my real tasks. My partner was the one who took care of the water foxes. Now he's gone, and I have no idea to handle these animals. I've been trying to trap one all day. Tried every type of bait into the moon. Naja, dann nehmen wir doch den. Warum musst du eins fangen? Wo ist dein Partner jetzt? He wanted to see the world. I don't blame him for that. But he could have at least left some instructions for taking care of these hard animals. Warum bist du nicht mit ihm gegangen? So. I like the world here just fine. I like the trails, the trees. I don't want to see anything else. Besides, what would happen to this park if I was gone? Was willst du wegen den Füchsen machen? I've already wasted so much time trying to catch him. I really can't spend another day on this. I think it's officially a lost cause. Also ich habe ein Ei. Und ein Köder. Was wird mit den Wasserfuchs geschehen? Aber Wasserfuchs oder die Natur kann man nicht ändern. Ist alles wichtig. Was würde er mit dem Wasserfuchs machen? Und wenn er sagt, er würde ihn vertreiben, dann kann man ja sagen, so, gib mir ein paar Dollar und ich nehme den Fuchs mit. Yeah, he'll probably die. What? And his kits won't last long without him either. I guess it's sad, but the trails need maintenance. Nee, ich mach das. I'm not really supposed to let visitors get so close to the wildlife, but I guess it doesn't matter at this point. Okay, the water foxes are living in a cave, not more than 100 paces from me. Okay. Ja, Nava. City folk. It's like they've never seen a trail before. Always trampling through the foliage like animals. Oops. Entschuldigung. Bis dann. La la la. Nee, dann tue ich ihm mal den Gefallen und... Warte. Da hoch muss ich, ne? Warte, ich hab von hier das Bild gemalt, ne? Ja. Und dann da rein. Da ist eine Wand. Warte. Ich bin gerade dran. Nein, ich hab mich nicht verlaufen. Unter mir ist es. Weiß ich ganz genau. Unter mir ist nichts. Verdammt. Das passiert, wenn man durch Zufall einfach durch die Natur geht. Warte mal. Nee. Das ist da vorne. Da, oder? Nee. Doch. Nee. Nee. Fuck. Hinter ihm.
Warte, wo bist du jetzt? Genau. Ja, hinter ihm. Da warst du ja richtig, oder? Ne? Ah, da bin ich da vorhin nicht lang gelaufen. Ah, bin ich da lang gelaufen? Anscheinend. Cool. Na dann, tun wir mal die Eier rein. Sind jetzt die Eier drin? Ich sehe keine Eier. Habe ich die jetzt reingemacht? Ja. Okay. Und jetzt warten. You managed to trap him. I heard the shrieks all the way above ground. I need to administer the salve. Ich muss die Salbe machen. Was machst du jetzt? Oh, wie süß ist der denn? Well, I guess I should thank you. I was ready to give up on this damned water fox. Listen, it's pretty clear that you're a nature lover. I don't know how you managed to catch that animal, but I do appreciate it. Let me show you how to make a snug tent. Should be useful for someone like you. Roaming the country and all. It will give you a place to relax if you need to kill time, and shelter if you find night sneaking up on you. Nice. Schnur, 5 Schnur. Ah, dafür braucht man den Stock. Und Stoff, verdammt. So, oh, der war voll süß. Ich will den behalten. Naja, gut. Ich würde jetzt sagen, dass wir Schluss machen. 6 Uhr schon. Wir haben jetzt 3 Stunden gestreamt. Und ich hatte eigentlich... Warte. Okay, ich warte. Okay, wir besuchen mal den besten Freund von der Sarah. Wohin? Tell me. Nimm den Weg hoch, nimm Weg da, also den da, oder? Da hoch. Das Haus vorbei. Falkenhorst. Oh, schön. Vorbei. Da vorne. Achso, Weg ein gutes Stück von, okay. So, dann schauen wir mal. Oh, nochmal Ei. Strand nach rechts. Steinquellküste. Nochmal Inspiration, ja? Ui, was ist das denn? Ui, ui, ui. Krass. Was? Achso, bei den beiden. Was? Vor dem Strand nach rechts. Ach so, vor dem Strand. Warte. Zurückspulen. Aber dann waren das doch die zwei, die man am Anfang gesehen hat, oder?
Okay, dann nicht. Ah, vor dem Strand rechts. In die Wildnis rein. Okay. Okay, einfach. Da geht's wieder dran vorbei. Warte, warte. Also, ich muss da hoch. Es ist halt alles so ein bisschen verzögert. Okay, also, ich stehe jetzt hier. Wo muss ich hin? Hier ist 12 Uhr und du sagst eine Uhrzeit. Wie, ich vergesse die Verzögerung. Hä, also doch 12 Uhr. Hä, da war ich doch gerade. Ich gehe einfach geradeaus. Oder auch nicht. Warte. Ich gehe vielleicht geradeaus. Ach, hier. Die da? Okay. Dann sprechen wir mal mit ihr. Such a nice place to relax, this. I come here often. It's a nice quiet place to write music. Hey, do you want to hear my latest tune? Ja, ich bin ein bisschen beschäftigt. It's not easy to play a string instrument with talons, you know, but what I lack in finger ability, I can make up for with my fine bird pipes. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea. That's the song. Oh, schon? Voll schön. Thanks for listening. What'd you think? Fantastisch, nicht schlecht. Noch nicht ganz fertig, oder? Ja, fantastisch. Oh, I'm so glad you liked it. Today is certainly shaping up to be a good one. So, ja, dann würde ich aber mit dem Lied aufhören, oder? Das war doch ein schöner Schluss. Gut. Dann, warte, dann machen wir mal Jet. So. Ja, voll cool, dass ihr dabei wart. Freut mich mega. Und hat voll Spaß gemacht.